weiß man ungefähr, wie schnell du ist. Vielleicht auch nicht 6, ist jetzt ja kurzfristig egal. Haben wir einen Mulcher wieder drauf? Ja, der Mulcher ist von der Firma Dragone. Firma Dragone, verkauft ist er damals worden über die Firma Stumpf oder unter den Händler Stumpf, quasi als Eigenmarke. Aber der Mulcher selber ist ein Dragone Mulcher. 2,40 Meter ist relativ schwarz an unten, aber er ist nicht sein Kaputtkrieg, also er ist nicht sein Kleinkrieg. Hat eine relativ große Schlägelwölken drin und funktioniert wirklich sehr gut. Ja, wirklich zufrieden damit. Damals der Vertreter, der uns den damals verkauft hat, bei der Vorführung, der hat damals geraucht. Der bei uns jetzt mittlerweile hat er schon selber einen Lohntechnikhandel. Eigentlich jeder im Friesack, kann man kurz Werbung machen. Auf jeden Fall, der hat damals geraucht. Der Nachbar ist mit dem Steger gefahren und er ist kurz gerade auf einen Füllstock zugefahren. Also mit Absicht. Der hat damals geraucht, geraucht. Der hat nicht schnell angefangen zu erziehen oder längs ihm oder irgendwas. Keine Reaktion. Dann hat es gerufen, Steger ist nichts passiert. Der hat nichts gemeint. Einmal gewusst, wir kommen gerade. Also, er haltet das aus. War wirklich lustig, ja. Wie ist das? Na, mit haben wir nach jedem Mal. Jetzt haben wir sowas erwischt. Nach jedem Mal Vieh umtreiben. Nach jedem Mal, nachdem wir die Kühe umtreiben in die andere holt, dann haben wir mal. Wieso ist man es einfach? Ihr seht, da hinten sind jetzt relativ viele Brennnesseln zum Beispiel. Wenn wir jetzt nicht mulchen würden, würden da auf der Fläche unter anderem viel Brennnesseln sein. Unter anderem. Und für die Kühe wird dann irgendwann immer weniger Weidefläche. Deswegen mulchen wir jedes Mal, damit wir die Weide quasi jung halten und frisch halten, damit dort saftiges Gras wächst. Und damit dort Großbox und Platzbox wie die Kia gern fressen. Natürlich durchs Mulchen wird Humus aufgebaut, weil das wird ja alles zerkleinert, es wird auch der Mist, den die Kia da losen, die Kuhfladen werden verteilt und angeteilt und dadurch hat man eine leichte Düngewirkung. Also es ist für die Weiden immer ein Vorteil, wenn man mulcht. Ich weiß, ja, jetzt werden wieder ein paar sagen wahrscheinlich, ja, das ist aber für die Umwelt nicht so gut. Also, wenn wir nicht mulchen würden, würden wahrscheinlich einige Weiden zuwachsen. Früher hat man die Weiden teilweise zweifach genutzt, dass man sie zuerst einmal gemäht hat und dann gemulcht. Dadurch, durchs Mähen ist auch mal relativ viel von Unkraut weggekommen. Und dadurch sind auch die Weiden oder beziehungsweise die Mehrnutzungswiesen relativ gut in Schuss gehalten worden. Man sieht, so ist natürlich ein bisschen geändert, aber es hilft nichts. Wie müssen wir das machen? Das ist ja eine lustige Arbeit, wenn hinten auch wieder alles schön sauber ist. Natürlich haben wir da jetzt Flächen, wo ich nicht reinfahren kann, beziehungsweise so kleine Kupf oder Hügel, wo es einfach zu steil ist oder zu unförmig ist, dass ich mit dem Traktor dort fahren kann. Das bleibt natürlich noch in der Natur. Da wächst aber dann also so wie der gemeine Ampfer, der relativ schwer wieder zum Auserkriegen ist, der für die Kühe eher ungenießbar ist
oder ungenießbar, sie fressen ihn nicht. Außer er ist noch ganz jung. Deswegen müssen wir einfach mit Mulheim nachhelfen, das hilft uns. Das Land hat einen Arm verwachsen, als erstes einmal, und dann irgendwann einmal wächst der Baum raus. Nur mit Wald. Das ist so. Ja, natürlich, umso jünger du die Weiden haltest, umso grüner, umso saftiger sie sind, umso mehr Tageszunahmen hast du bei den Kälber raus. Das ist auch ganz logisch. Also so. Und ein bisschen Grund, dass man mit relativ hohen Aufwand die Weiden fliegt. Okay. Nur mal eine kurze Seiteninfo.